Letzte Woche hat alles begonnen. Und nun geht's weiter mit Little Elvis Presley mit Z geschrieben. Ihr fragt euch sicherlich, warum soll ich dieses Spiel weiterspielen? Es macht sich doch über Elvis lustig. Ja, gerade deswegen. Denn wisst ihr Folgendes: Videopiraterie ist was Schlimmes. Wenn man sich illegal Filme oder Musik runterlädt, dann ist das natürlich eine Straftat. Aber wisst ihr, was traurigerweise keine Straftat ist? Wenn man sich dann über tote Promis lustig macht und damit auch noch Geld verdient. Wirklich, nach Michael Jacksons Tod haben sich sämtliche Leute an seinem Tod bereichert. Ist das etwa gut? Nein, aber die meisten kamen ohne Strafen davon. Und gerade wegen solchen Sachen will ich warnen. Wie auch von diesen Spielen, merkt euch das. Ich mag dieses Spiel nicht, denn ich mag Elvis. Und wenn ich Elvis mag, kann ich nicht diese schlechte Verarsche gutheißen lassen. Also spiele ich das Spiel ausschließlich, um euch zu warnen. Und um ein paar Klicks abzustauben, aber auch um euch zu warnen. So, hier ist es, als ob ich nie weg gewesen wäre. Elvis Presley würde dieses Spiel aus zwei Gründen hassen. Erstens, weil sein Name missbraucht wurde. Und zweitens, weil die Steuerung so schlecht ist. Nein, wirklich, die ist wirklich schlecht. Du willst springen und ja, du schlägst zu. Du willst dich kratzen und die Bewegungssensoren zeigen was anderes an. Und ich weiß nicht warum. Warte, Moment mal, gab es überhaupt zu Elvis Presley Zeit überhaupt schon Videospiele? Nein, aber folgendes, wäre das sein erstes Videospiel gewesen, dann wäre er davon so angenervt, dass er nie wieder ein Spiel anfassen würde. Wirklich, denn dieses Spiel, es nervt einfach. Aber ich werde es trotzdem bis zum letzten Atemzug spielen. Was ist jetzt mit den Sensoren los? Ja? Ah, toll, jetzt müssen wir auch noch Darttraining machen. Ich habe dieses Spiel gekauft, um Rock'n'Roll-Abenteuer zu erleben und nicht um kleine Minigames zu spielen. Wenn ich kleine Minigames spielen würde, dann würde ich Mario Party kaufen. Komm, noch drei, dann können wir endlich weiterziehen. Noch den hier, komm, komm, komm. Na also, es geht doch. Und ein weiteres Türchen öffnet sich. Mal sehen, welcher Horror uns in der nächsten Tür erwartet. Natürlich will ich fortfahren. Wisst ihr, was auch geil war an Elvis Presley? Er hatte drei Talente. Er war Schauspieler, Tänzer und Sänger. Und das Geile an diesem Elvis Presley ist gar nichts. Absolut gar nichts. Er ist eine größere Witzfigur als Little Hulk. Hey, Little Hulk hat auch Gefühle. Bonanza? Spielen wir jetzt ein Level zu der berühmten Western-Serie? Nein, es ist einfach ein weiteres beschissenes Level. Und schon wieder die Trommeln, die gar nicht zu Elvis Presley passen. Und jetzt auch noch Bass-Sticks. Nein, wie heißen das nochmal? Wie heißen die Dinger nochmal? Nein! Nein, ich schlag doch zu! Gott, die Steuerung ist so schlecht. Dieses Spiel ist nicht so schlecht, dass es gut ist. Dieses Spiel ist einfach so schlecht, dass du in der Klapsmühle landest. Hey, ich hab doch nichts gemacht! Okay, ich muss. Ich habe Angst, hier irgendwas zu machen. Ich habe wahnsinnige Angst. Nein, geh weg! Hau ab! Ich verstehe dich nicht! Oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe solche Angst, was passiert? Was passiert? Was passiert hier? Oh, ich habe solche Angst, ich habe solche Angst. Und nicht, weil das Spiel so gruselig ist, nein, ich will es nicht nochmal starten. Okay, wo muss ich entlang? Wo muss ich entlang? Verdammt! Haut doch ab! Ich will doch hier doch nur mein Spiel spielen! Okay, wo muss ich hin? 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 Okay, ich muss irgendwo dahin. Hey! Okay, diesmal hat's geklappt.
Der Pfeil zeigt, ich soll hier entlang. Ich hab doch nur den Pfeil befolgt. Na, die sind hier nicht wirklich präzise bei Sachen hier. Ich hab doch zugeschlagen. Verdammtes Dreckspiel. Ja, es ist erst die zweite Folge und ich fange schon an mit den harten Sprüchen. Okay, wie komme ich da? Mal nachdenken. Okay, ich muss irgendwie einen Weg finden. Ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich hier weiterkomme. Oh, das ist jetzt wirklich, wirklich schwer. Oh, warte! Ich glaube, ich muss hier draufklettern. Ja! Scheiße! Okay, nochmal. Ja! Und ich glaube, ich muss dann auf diese Bongos draufklettern. Ja! 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 Nicht abrutschen! Ah, fuck! Okay, nochmal. Scheiße! Okay, nochmal. Okay, jetzt in Ruhe. Ich geb's auf! Von wegen in Ruhe, das Spiel kann man nicht in Ruhe spielen, das macht einfach wütend! Jetzt bleib einmal stehen, du Kackding! Ah. Ah. Das geht's nicht! Wisst ihr, wir sind erst bei Folge 2, aber wisst ihr? Scheiß drauf, ich überspringe einfach dieses Level, wirklich! Wisst ihr auch warum? Weil mir diese Scheiße jetzt schon auf die Nerven geht. Hab keinen Bock darauf. Ihr merkt doch schon, wie ich aggressiv ich geworden bin in den paar Minuten. So, da wären wir wieder. Und ein Glück habe ich auf die Pause gedrückt, denn ich habe gerade noch mehr geflucht und habe mehrfach gegen die Wand geschlagen. Okay. Dann weiter. Rutscht mir nicht ab, Kleiner. Oh, das gibt's nicht. Ihr wollt mich doch verarschen! Na komm! So dumm kann doch keiner sein! Doch! Dieser schlechte Elvis-Imitator ist so dumm! Und das Schlimme ist ja, immer wenn ich springen will, schlägt das Ding zu, jetzt passt auf! Ja! Seht ihr? Es schlägt zu, es soll nicht schlagen, es soll springen! Vollidiot, Versager, kannst du irgendwas? Jetzt geh drauf! Okay, gut. Ah! Nein, wisst ihr was? Scheiß drauf, hier! Bis zum nächsten Mal, meine Freunde!